Es wird schwer werden, sich gegen ihn zu behaupten. Okay. Aber wir haben einen Raven mit Plasmakanone. Schauen wir mal, ob er es alleine schafft. Und wenn nicht, dann nehmen wir ein bisschen Unterstützung zur Hilfe. Bereit für Nahkampf. So. Plasmakanone hat sich gelohnt. Okay, nicht identifizierte UFO-Klasse haben wir also noch nicht gehabt. UFO 6, los geht's. Eieieiei. Traurig. Immer noch traurig. Sehr traurig. Kann man nicht anders sagen. So, Weste. Ist das der Kletter? Ja. Krass, krass, krass. Na gut, okay. Dann schicken wir unsere Gruppe los. Mit Pulsbogen, um ein paar Aliens zu fangen vielleicht, ne? Geht gleich wo los? Moment. Geht gleich los. So. Beginne den Angriff. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Unser Zielobjekt ist in einem entlegenen Gebiet abgestürzt. Aber wir müssen die Stelle sichern, bevor die Aliens Überlebende bergen können. Okay, also, ne, wie immer, UFO zu finden. Blendgranaten bieten eine Option im Kampf gegen mehrere Feinde. Jeder Gegner, der in den Blitz schaut, wird desorientiert und leidet unter verringerter Zielgenauigkeit. Robotische Einheiten und Gegner mit fortgeschrittenen Psi-Kräften sind immun. Du erhältst Zugriff auf Blendgranaten über das Forschungsprojekt Experimentelle Kriegsführung. Das haben wir da schon längst gemacht. Ach ja. Hauptquartier bitte melden. Big Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Okay. Dann speichern. Und dann teilen wir uns wieder auf, ne? Ein links, ein rechts. Oder gehen wir hier komplett rein? Könnte man natürlich auch machen, ne? Aber immer ein bisschen. Ja, wir gehen erstmal ein bisschen links. Brauchen halt Meld. Brauchen das Meld. So, Max, dann sporte mal vor. Xatrix hinterher. So ein bisschen sicherer, weil Heiler in. Und Vape. Das klingt verdächtig, ne? Du kommst dahin. Bestätigt. Tom, du gehst dahin. So, das ist natürlich wieder blöd, ne? Mit dem Sniper da reingehen. Naja, gut, okay. Bin unterwegs. Aber du kannst ja wenigstens da so reinsnipen. Okay. Frau Fischer dahin. Und der Sniper. Ja, man kann doch außen rum, aber ich weiß nicht, wo das Meld ist, ne? Position bestätigt. Irgendwas müssen raus.
Also oben scheint es schon mal nicht zu sein. Und meistens ist er draußen was. Ob das da ist? Ja, wir gehen mal rein. So, schmeiß mal bitte ein bisschen Scan-Granate rein. So, da haben wir Meld. Da sehen wir's. Das ist natürlich eine Aufgabe, ne? Also. Sollen wir nochmal reingucken hier? Das ist natürlich wahrscheinlich gut gesichert. Hier natürlich an der Seite hoch wäre natürlich cool. Ich glaube, das werden wir auch versuchen. Ja. Ich zischer! Ja. Da können wir ein bisschen von oben. Das scheint eine Art Versorgungsschiff mit enormer Frachtkapazität zu sein. Okay. Wenn die Aliens versuchen, solch riesige Mengen außerirdischer Materialien hierher zu schaffen, kann das nur heißen, dass sie ihre Invasionsbemühungen verstärken wollen. Sicher, ja. Wie Sie befehlen. Ja. Wir rennen jetzt hier schön vor, aber auf dem High Ground. Risky, aber. Ja. In Bewegung! Werde ich jetzt einfach mal machen. Habe das Ziel im Visier. Ach, fucking shit. Der ist einfach durchgerannt, ne? So, du nimmst den hier. Bitte. Alter, hat der viel. Ja, 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 mach mal. Aber den können wir den nicht betäuben? So, 100%. Oh, komm, dann nehmen wir mal den da. Oh, wenig Schaden gemacht. Wo willst du denn hin? Krass, hat er so einen Perk, dass er überall hinrennt, wo er... Ja, komm, dich fangen wir jetzt. Dich will ich haben. So sieht's nämlich aus. Darauf lasse ich mich doch gar nicht ein, ja. Brauche ich die kritischen? 0% kritisch. Also den kriege ich so auf jeden Fall nicht. Aber so kriege ich ihn auf jeden Fall. Ja, komm. Nehmen wir mal mit kritisch. Den will ich erledigen. Also den Kumpel habe ich ja gefangen. Der ist auf jeden Fall mehr wert. Digga, was machst du da? Aber dich kriege ich auf jeden Fall nicht. Na gut, du bist halt auch gut gesichert und ich stehe ein bisschen blöd. Wie sieht's mit Rakete aus? Na, dann machen wir so. Ganz klar. So, Flankdeckung weg. Und schon hast du eine bessere Trefferchance. X-Ray neutralisiert. Würde ich mal sagen, nix mit. Nix mit Flanke. So, gut gelöst. Ich glaube, das können wir uns hier mal. Das können wir uns mal speichern.
Das heißt, ich will noch mal kurz gucken, wie viel Bewegung ich hier noch habe. Ja, eigentlich 100%, weil dann schicke ich den jetzt hier nämlich rein. Schicke ich den rein? Oder genau, ja, ich gehe mit dem hier. Nee, mit dem gehe ich außen auf dem Weg. Hier wird's gleich heiß. Ja, noch eine Runde von den Dingern. Shit, ey. Ja, gut, dass wir sie jetzt sehen. Und nicht später. Kann ich den da rein? Nee. Deckung zerstören könnte ich jetzt hier kaputt machen und da durchgehen, aber das will ich eigentlich nicht. Falls hier jemand durch die Tür kommt, hole ich den da mit. Gehe in Position. Du gehst da in Position. Wir müssen jetzt hier die Durchfeldposten quasi. Und du auch, weil. Ja. Sonst haben wir da keine Chance. Dann schießen wir mal auf dich. Dieses Alien stellt lieber keine dir Gefahr mehr da. Ja, aber das da. Na komm. Ja, besser als nix, ne? Aber 6 Schaden ist halt natürlich. Wir brauchen das Plasma-Scharfschützengewehr eindeutig. Das ist nicht gut. Ja, auf die Entfernung brauchen wir damit auch nicht schießen. Kacke. Ja, aber wenigstens haben wir das da. Und die Deckung ist weg, das ist sehr gut. Da kommen wir schön von der Seite an. Nicht im nice. Ziel. Und zwar. Also so, stellen wir uns da hin. Ich speichere mal kurz. Bin unterwegs. Ich hoffe, die sind jetzt nicht im Feldposten. Nö, sehr gut. Nietzsche. Gegner ausgeschaltet. Feuer? Feuer. Okay, einschüchtern. Kommst du vor? Willst du? Was machst du? Und du rennst vor, nice. Aber wir haben schon einen von denen, ne? Ja, einen von den Dingern haben wir schon. Bestätige. Aber trotzdem sollte ich da vorsprinten. Mich ärgert das, dass ich das Meld nicht kriege, ne? Das könnte man so gut gebrauchen. Ja, da kannst du aber nachladen. Los jetzt! Vielleicht kriegen wir es ja mit ihm hin, aber ich glaube fast nicht. Ich gebe Gas! Ich glaub's fast nicht. Eieieiei. Vielleicht kann man ja rüberfliegen, mal schauen. So ein bisschen heilen. Naja. Nee. Also ich komme hin, aber ich muss es ja in der Runde.
der Runde muss ich es ja holen. Ach, fuck. Schade, schade, schade. Ich mache mich auf den Weg. Ach, Sniper verloren. Und dann auch noch... Bin schon da! Meld nicht gekriegt, das ist natürlich doof. Okay. Ja. So, du bleibst da und du gehst da. Nachladen musst du nicht. Xatrix muss auch nicht nachladen. In Bewegung. Bis da, naja, hätte ich dich dahin, aber gut. Schön wieder auffallen. Was ist das für ein Geräusch? Klar, ich könnte jetzt hier hoch. Ein Sniper wäre das gar nicht so schlecht. Naja, kümmere ich mich gleich drum. Ich gehe erstmal hier. Diesem Modul. Ich rücke dann vor. Schön dahin. Es ähnelt zwar den anderen schwebenden Arten, scheint aber über viel schwerere Rüstung und Bewaffnung zu verfügen. Das scheint eine bedeutende Weiterentwicklung zu sein. Ja. Ich lock mich los. Die hätte ich gern gehabt, aber na gut. Granate! Hätten wir das Ding erstmal an. Der Schneiber wird schon richten. Kann ich mir leider nicht holen, das Ding. Weggefegt. Aber für eine Obduktion wird's reichen. Begebe mich auf Position. Ist natürlich unsicher hier. Aber ich will ja ein bisschen weiterkommen. Mal gucken, was dahinter ist. Risky, risky, aber ja. Kriegen wir schon hin. Befehl zum Vorrücken. Dann gehen wir da. Bestätigt. Kannst ja ein bisschen springen. Vielleicht von da ein bisschen. Taucht da jemand auf? Da hinten, bitte. Wir müssen hier vorsichtig vorgehen, ne? Das ist mir sonst zu krass. Mit dem jetzt nicht so. Tom hält ein bisschen was aus. Können wir also auch ein bisschen Rückendeckung geben. Wie kriege ich dich hier hoch? Bin unterwegs. Da lang. Okay, da ist schon mal eine Rampe, das ist gut. Geschwindigkeit. Bestätige. Na, komm.
Ah, shit. Ah, shit. Ah, nehmen wir die 100, aber das war gar nicht so gut. Erledigt. Ja, aber... Oh, fuck. Okay, versuchen wir unser Glück. Also, wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Wenig Schaden gemacht. Oh, doppelte Portion. Nice. Alter, war das knapp. Hätte mir beinahe auch snacken können, ne? Aber... Bin in Bewegung. Ey, das war viel Glück eben. Richtig viel Glück. Muss schnell nachladen. Ich würde nur gerne wissen, was das für ein Geräusch ist, ne? Also. Außerirdische in Sicht! Greife an! Oh, nicht die. Nicht die, bitte. Komm ich da hin? Nee. Nur mit Feuer. Puh. Nee. So, mein Sniper ist natürlich am Arsch der Welt. Der hat gute Dienste geleistet, aber... Du musst mal jetzt bitte irgendwie... Im Eilmarsch. Los. Der wäre jetzt gut. Der wäre tatsächlich jetzt gut. Unterwegs. Du bist tatsächlich auch gut. Es ist recht, wenn du vorrennst. Ja, komm. Boah, das ist weit daneben, das ist böse. Schuss ging nicht ins Ziel. Ach nee. Mir gar nicht aufgefallen, das ist das Schuss nicht ins Ziel ging. Ja, tatsächlich wäre das nicht schlecht, ne? Ein bisschen von der Seite. Versuch's. Das machst du. Sehr gut. Ja, sehr gut. Leider keine Sicht, aber gut. Das wäre jetzt großartig. Na komm, du versuchst doch wieder jemanden Gedanken zu kontrollieren, oder? Yes. Na ja, ja, ja. Neuradämpfung, sehr gut. Haben wir genau das Richtige gemacht. Das müsste jetzt ja Schaden verursacht haben. Oder so, ne? Auf jeden Fall ist es genau das Richtige. Haben wir Max die richtige Fähigkeit gegeben, dagegen resistent zu sein? Oder, ja, was heißt resistent, aber schon mal resistenter. Ich bin schon so auf dem Weg. 100% Trefferchance, das nehme ich doch gern. Meine Munition ist keine Gefahr mehr. Ja, eher nicht. Bin bereit vorzurücken. Mal gucken, wer noch alles kommt.
Okay. Nee, lieber mal ein bisschen Sicherheit. Ich zisch ab. Ja. Da solltest du doch gar nicht hin. Okay. Aber du kannst gerne da hin. So, das haben wir so gerade so geschafft. Bauen wir die Arschlöcher um. Fuck, Feldposten, so ein Mist. Leider nachladen. Mal gucken, jetzt mal hier auch mal nachladen. Nachladen, speichern und dann gucke ich mal, wie weit ich vorankomme. Mache mich auf den Weg. Ah, shit. Aber vielleicht schießt er vorbei. Ja. Liege unter Feuer. Ja, aber... Aber hat ja nichts gemacht. So gefällt mir das schon besser. Okay. Und du gehst Stück für Stück nach vorne. Position bestätigt. Du könntest da... Genau. Leider kannst du nicht, Rock and roll. Du kannst ja mal nachladen. Bin unterwegs. Du bleibst an dem Feldposten, du gehst hier ein bisschen nach vorne. Bleibst auch im Feldposten, falls mal hier jemand von der Seite kommt. Haben wir gar keinen im Feldposten? Wow. Ja, na gut, okay, hast du ein bisschen Schild gekriegt, dafür holen wir dich hier. Nee, du. Und zwar damit. Ja, mir Bio-Upgrade, so sieht's aus. so, ja, doch. Werden wir auf jeden Fall einsetzen jetzt noch. Okay. So, jetzt haben wir das Schild weg. Rücke aus. Ja, komm. Pust den weg, Tom. Das kann ich auch mit den. Ich glaube, den konnte man nicht fangen, oder? Oder kann man jeden fangen? Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal versucht. Da haben wir. Kommen wir da hin? Da kommen wir hin. Das Meld können wir uns auf jeden Fall holen. Nice. Den Pulsbogen. Weiß ich gar nicht, ob man diese Max-Pulspogenisieren konnte. Verstanden, Commander. Bin ich mir nicht sicher. Bleibst da und Xatrix muss jetzt wohl oder übel mal zur Heilung kommen. Und du bleibst auch da. Gut. Na, Max, nicht daneben. So ein Ding fangen wir cool. Sie umgehen mich. Dafür gehst du aber erstmal dahin und heilst. Damit Max ein bisschen mehr davor kann und sich vielleicht so ein Tübi holen kann. Das
sei denn... Ja, dann hit die mal beide an. Das ist gut. Dass die Granaten manchmal fliegen, ey. So, du hast ja erstmal das Meld. Boah, ey, auf die Entfernung. Das hätte man aber echt machen können. Munition, ne? Ist gleich alle. Ah, ja, dann leider. Dann legen wir los. Rücke aus. Ne, jetzt muss ich also mal gucken. Ich will mal gucken, ob ich den kriege. Okay. Nö. Nicht so einfach und das ist mir ein bisschen zu heikel. Wo ziehst du hin? Okay, nicht getötet, das ist schon mal gut. Dann bleibt mal in Deckung. Dann hoffen wir mal, dass einer ein bisschen näher kommt. Bin unter Feuer. Ja, okay. Der wird jetzt nicht weggehen, weil wir nicht treffen. Rekonfiguriere Zielmatrix. Ah, komm. Will nicht einer ein bisschen näher kommen? X-Rays auf dem Vormarsch. Sie flankieren uns. Ja, schön. Okay, solange die auch daneben schießen, habe ich nichts dagegen. Aber komm, du willst doch noch ein bisschen näher kommen. Aua. Entschuldigung. Auf dem Weg. Xatrix, du darfst dich selber heilen, ey. Das gefällt mir nämlich gar nicht sonst. Tom geht vor. Einem Schuss zwei weg. Du rennst bitte. Ich gebe Gas. Ja, wir machen das jetzt mal ganz krass. Alles klar. Wir forcen den jetzt mal. Mal gucken, ob wir ihn kriegen. In Bewegung. Ich will den fangen. Unbedingt. Nee. Entdeckung. Nee, du lädst nach. Alles wieder im grünen Bereich. Ich will den kriegen. Ja, ja, gut. Okay, das nehme ich in Kauf. Weil jetzt... fuck. Versuchen wir es mal so. So. Pulsbogen los. Na, fuck. Oh, Mist. Rücke aus. Noch nicht genug runtergeschossene Ding. Mist. Schade. Dann müssen wir so killen. Mann. Wir haben es geschafft, Commander.
Mission erfüllt. Ich dachte, wir könnten ihn erholen, aber der hatte noch genug Leben. Hätte ich ihn erstmal ein bisschen downen müssen. Aber dann wäre die Chance gewesen, dass ich ihn auch kille. Also, so oder so. So oder so. Noch ein lebendes Alien? Ja. Danken Sie Ihren Männern von mir, Commander. Es kann nicht einfach sein, Sie Leben zu ergreifen. Ich versichere Ihnen, das Forschungsteam wird dafür sorgen, dass sich Ihre Mühe gelohnt hat. Das hoffe ich doch. So, jede Menge Legierungen und den Berserker, den wir gefangen haben. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und die Titanrüstung ist auch fast fertig. Also. Spiel speichern. Und niemanden haben wir verloren. Das war da unseren Sniper verloren haben wir. So, beide sind wieder fit. Xatrix wie auch Max. Und wir haben die Titanrüstung zur Herstellung für Rüstung. Mech 3 Paladin zur Herstellung für... Ja, wir können also einen Mech ultimativ jetzt ausrüsten. So, die Titanrüstung gehört zu unseren schwersten Modellen und bietet verstärkten Schutz vor diversen Umweltgefahren wie Feuer oder Gift und natürlich gegnerischen Beschuss. Nice. Gift, Schutz vor Gift. Das ist mega. Und Paladin 3. Mechs können mit diesem flächendeckenden Stromschlaggerät alle Gegner in der Nähe verletzen und robotische Feinde für kurze Zeit, ja, oder Annäherungsminenwerfer. Ah, das davon hatte doch Dingens hier letztens erzählt, ne? Annäherungsminen können auf mittlere Reichweite eingesetzt werden und warten mit der Zündung, bis sich ein Gegner nähert. Auch nicht schlecht. Elektroimpuls. Ja, beides mega. So, was wollen wir denn jetzt hier? Achso, ein Verhör, ne? Verhör und Dingens und Autopsie. Da schalten wir ja auch mal was frei. Boah. ...75 mehr. So, dann guck ich mal, gucken wir den Mech aufrüsten, so. Fehlt uns 100 Meld, kostet das. Ach du Scheiße. Und müssen wir erst erforschen. Na gut. Gut. Jo. Und was haben wir gekriegt durch das Verhör? Rüstungstechnologie, Forschungskredits verdient. Nice. Das heißt also, wir... Forschungskredits prüfen. Was haben wir jetzt? Rüstungstechnologie, Psionik, irgendwas. Irgendwas haben wir jetzt, kriegen wir jetzt günstiger. Geistrüstung. Unsere ausgiebigen Erforschung der Hyperwellenphasenverschiebung dürfte uns ermöglichen, eine Rüstung zu entwickeln, die dieses ungewöhnliche Phänomen imitiert. Das Resultat wäre ein Schutzanzug, dessen Träger extrem schwer zu entdecken wäre. Eine weitere Variation eines bereits schon identifizierten Exemplars. Der schwere Schweber. Wie zu sehen ist, haben die Aliens maßgebliche Verbesserungen am bestehenden Panzer- und Waffensystem vorgenommen und freiliegende Schwachstellen entfernt. Ein äußerst gefährlicher Kämpfer. Das ist wohl wahr. So schnell kann es gehen. Das kriegen wir. Verbesserte Reparaturen in der Gießerei verfügbar. What? Je besser wir uns mit dem Alien-Material auskennen, desto leichter können wir Prozesse entwickeln, mit denen wir die Reparatur für Abfangjäger und Schiff erheblich verkürzen. Nice. Gießerei.
Das ist eigentlich für Abfang. Ja, gut, bis jetzt brauchen wir es noch nicht. Das mit den Tarnsatelliten verstehe ich immer noch nicht. Das würde ich gerne wissen. Tarnsatelliten. Wofür sind diese Tarnsatelliten gut, ne? So eine geformte Rüstung. Ja, ja. Schwerer Werferhammer. Präzisionsgewehr. Ist die... Dann haben wir halt gar keine Kohle, ne? Wenn wir das jetzt machen. Und das ist natürlich doof. So, naja. Lenkraketenwerfer. Atomlenkraketenwerfer. Ist natürlich auch nicht schlecht. Fusionslanze. Die Rüstung ist natürlich auch interessant, aber jetzt nicht so mega, ne? Wo es halt nur 5 Tage sind. Ich glaube, Luftwaffe. Fusionslanze für unsere. Oder wollen wir mal ein neues Jagdflugzeug machen? Aber das wäre natürlich auch die Legions. Komm, wir machen mal das hier: diese Legierungskanone. Einfach mal aus Fun. Einfach mal aus Spaß. So, das Superwellending ist fertig. Hyperwellenverbindung online. Gut, wir bauen ja noch was, ein Labor. Und jetzt wollte ich noch mal gucken. Wir brauchen ja ein bisschen Kohle. Gehen mal... Maschinenwartung, Gebäudewartung... Mal gucken, was wir noch im Schwarzmarkt loswerden können. Da. Ja, die Sektoidenleichen, die brauchen wir bestimmt dann für Psi-Labor. Das werde ich auch als nächstes bauen, wahrscheinlich. Schweberleichen. Nee. Den haben wir auch ein paar. Ich höre. Nix. Negativ. Ich hab nichts gesagt. Haben den Kontakt schon vor Stunden als irrelevant eingestuft. Ah, oh, Fusionskerne. Die brauchen wir bestimmt für diese krasse Lanze. Und die will ich jetzt aber auch nicht loswerden. Aber die geben ja richtig Asche. Der Raketenwerfer wäre ja auch nutzlos für uns. Sei denn, sie will dann jemand von diesen, wenn das mal für einen Auftrag, die LMGs. Kann ich eigentlich verkaufen. Sturmgewehr auch. Wir haben also unsere Laserwaffen, das brauche ich alles nicht. Hören Sie auf, uns die Zeit zu stehlen und bewegen Sie Ihre Arsche daraus. Ach, sehr ruhig. Lasersturmgewehr. Das so viel brauche ich doch gar nicht. Laserscharfschützengewehr. Was soll ich damit? Oder dass ich da mal 10 darf, falls die irgendwie. Falls da so ein Auftrag kommt, lasse ich dir nochmal hier einen Flugcomputer. Feuer nicht 20. Und jetzt, wo wir die entsprechende Feuerkraft haben, glaube ich, können wir sie erledigen. So. Haben wir ein bisschen Geld gemacht. So, und jetzt kann man ja auch mal gucken. Einrichtung bauen. Labor wird gebaut. 250 kostet das. Damit haben wir dann eigentlich Satelliten-Nexus haben wir ausgedient, ne? Ja, was heißt ausgedient? 4 XCOM-Satelliten und einen zusätzlichen für jeden, der gegenüber liegt. Aber eigentlich
Nee, nicht Laser, um Gottes Willen, nicht Laser. Wo ist es? Das wollten wir bauen hier. So. Das bauen. Titanrüstung. Zwei. Boah, ist das teuer. Na, zwei auf jeden Fall. So. So, da können wir mal ein bisschen shoppen. Dann gehen wir mal noch in die Kaserne und dann können wir mal das ein bisschen anlegen. Bewaffnung. Mittlere Rüstung. Und jetzt, was haben wir hier? Gibt 4 Bonus und die gibt 10. Die zusätzliche strukturelle Unterstützung dieses Anzugs erlaubt den Truppen, die erhöhte Feuerkraft, die sie tragen können, voll zu nutzen. Sie werden zudem weniger empfindlich gegen Umweltgefahren wie Feuer sein. Ja, es scheint ja nicht auch Gift. Luftdicht, interne Luftversorgung, Recycling-Systeme machen den Träger immun gegen Vergiftungen und eine Unterbrechung der Luftzufuhr. Aha. Feuerfest, Kühlsysteme und Bauteile der Alien-Legion bieten Schutz vor Schäden durch Flammen. Ah, ich meine, was willst du mehr? So, Xatrix kriegt das auch. Weil... Das muss so sein. So, Tom, nee, Helena, was ist mit Helena? Du hast schon eine Schalenrüstung. Jetzt sind... 5 bis 7... 4 bis 6... Brauche ich denn auch so ein Plasma-Streu-Ding? Jetzt gibt's das nicht. Das, ist die Frage, ne? Partikelkanone, Plasmagewehr. Habe ich noch nicht erforscht. Scharfschützengewehr, Bewaffnung, Dingens, 5 bis 7 oder 9 bis 11, 8 bis 10, 14, 35% mehr. Im Gegensatz zu anderen Waffen nimmt die Treffergenauigkeit der Präzisionsgewehre ab, wenn sich die Entfernung zum Ziel verringert. Ja, Scharfschützen können nur dann in einer Runde Folgen fahren. Ja, Scharfschützen sollten die besten Pistolen bekommen. Ach so, ja, stimmt. Dann war ja was. Wer hatte denn das? Moor? Nee. Xatrix eine Plasma-Pistole. Ja, brauchst du eigentlich nicht, ne? Ich meine, mit einer normalen Pistole ist natürlich auch scheiße. Aber, Durant. Wo war denn das? Ah, hier, Moor. Ja, die Laser. So, aber dann können wir jetzt einen Scharfschützen die Plasmapistole geben. Xatrix kriegt die wenigstens die Laserpistole. Oder? Finde ich auch. So. Mm-hmm.
schnelles Speichern. Mal gucken, dass wir nochmal die letzte Mission des Abends machen.